Genau, das ist das Experiment zum Entladen eines Kondensators aus dem Abi 2006. Und hier sind zwei Stromkreise, und zwar einmal der Aufladestromkreis, der hier entlang fließt. Und hier ist ein Voltmesser angeschlossen, der die Spannung U0 misst. Und dann haben wir den Entladestromkreis, der hier entlang fließt durch den Amperemesser. Im ersten Experiment hat man einen Widerstand und misst die Entladegeschwindigkeit der Stromstärke in Abhängigkeit zur Zeit mit dem einen Widerstand, und im zweiten Experiment kommt dann der zweite Widerstand noch mit dazu. Und dann wird das Experiment wiederholt. Genau, und der Kondensator ist jetzt aufgeladen. Das bedeutet, wenn ich jetzt auf den Entladestromkreis schalte, dann sieht man hier einen Zeigerausschlag. Und den würde ich jetzt mithilfe der Stoppuhr in Abhängigkeit zur Zeit messen, wie schnell sich der entlädt. Genau, und das ist jetzt der zweite Stromkreis mit zwei Widerständen. Und auch der ist jetzt schon ein bisschen aufgeladen. Das bedeutet, ich würde jetzt die Stoppuhr parallel zum Umschalten benutzen. Und dann sieht man hier, hat man einen Zeigerausschlag und misst die Entladegeschwindigkeit mit den zwei Widerständen anstatt nur einem.